So, einen wunderschönen guten Tag auf dem Trader Live Kanal. Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Heute behandeln wir ein großes Thema, und zwar möchten wir heute über die Verlustverrechnung im Trading sprechen. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute dabei, und zwar den Roland Elias von Steuern mit Kopf. Und ich denke, wir haben hier eine ultimative Expertise parat und möchten, sage ich mal, diese Thematik behandeln. Außer, sage ich mal, ein neues Urteil, was geschaffen worden ist, was in letzter Zeit rauskam, was für uns Trader sehr relevant ist. Und wir schnattern nicht lang, wir starten einfach direkt beim Anfang. Und ja, ich gehe zu Roland über. Ja, hallo und herzlich willkommen. Danke, dass ich natürlich da sein darf. Freut mich natürlich sehr, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne. So, wir möchten mit der Verlustverrechnung starten. Und zwar gab es ja im Trading-Format eine ganz bestimmte Regelung. Ich glaube, die kam schon Jahre davor raus. Bin mir gerade unsicher. Ich glaube, das war 2020, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ungefähr in diesem Rahmen kam diese Verlustverrechnungs, dieses neue Gesetz eben raus, dass man theoretisch Steuern sogar noch auf Verluste bezahlt. Und jeder weiß es eigentlich, dass man eigentlich ja nur Steuern auf Gewinne bezahlen sollte. Ja, das ist der allgemeine Grundsatz, den wir alle als Unternehmer kennen. Und da gab es wirklich eine Regelung, dass man sogar auf Verluste Steuern bezahlt. Und da ist auch die Frage, wie siehst du das ganze Thema? Warum kam eigentlich dieses Gesetz raus? Warum wurde das geschaffen? Das ist ja eine ganz besondere Frage. Und ob du Erfahrung hast bezüglich dieses Gesetzes, wie wir damit weiter, also wie wir das Ganze weiter behandeln sollen. Und da frage ich nach deiner Expertise. Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Gesetz ja, so wie man es zumindest rekonstruiert, eigentlich dadurch entstanden ist, dass es eigentlich zwischen den damaligen Parteien, also der SPD und der Union, die damals noch die große Koalition hatte, im Finanzausschuss durchaus einige, ja sag ich mal, unterschiedliche Meinungen beziehungsweise Missverständnisse gab. Und da muss man sagen, diese ja, politische Geschichte ist durchaus spannend, aber soll ja nichts mehr zu tun haben. 2020 wurde die Verlustverrechnung auf Totalverlust für zum Beispiel Aktiengeschäfte eingeführt, sprich wenn zum Beispiel Wirecard-Fälle oder Ähnliches stattfinden. Später kam dann, wie gesagt, 2021 die Regelung hier auch für dann natürlich die Thematik Termingeschäfte, Futures-Optionen, CFDs, alles was damit zusammenhängt. Und das wurde dann natürlich dazu, dass man sagt, okay, man hat bloß noch eine Verlustverrechnungsbeschränkung, beziehungsweise der Verlust ist beschränkt in dem Zusammenhang auf circa, nicht auf circa auf 20.000 Euro. Was bedeutet, wenn ich in einem Jahr mehr als 20.000 Euro Verluste habe, darf ich nur maximal 20.000 Euro Verluste gegenrechnen. Unabhängig davon, wenn ich, sage ich mal, auch Fälle habe, wo ich 100.000 Euro Gewinn habe und 90.000 Euro Verlust, ich darf am Ende nur 20.000 Euro meiner Verluste gegenrechnen, muss eigentlich auf 80.000 Euro Steuern zahlen, obwohl ich nur 10.000 Euro Gewinn habe. Und dieses Gesetz, wie gesagt, ist bekannt als Olaf-Scholz-Gesetz oder Binding-Gesetz auch, gibt da, sage ich mal, diese beiden waren da federführend da beteiligt, also unser jetziger Bundeskanzler Olaf Scholz hat da, sage ich mal, etwas mit rumgewurschtelt und das ist, wie gesagt, seitdem eigentlich eine massive Mehrbelastung im Grunde für Trader, die jetzt, sage ich mal, vor allem hier im Eigenkapital natürlich im Bereich unterwegs sind und damit, sage ich mal, mit ihrem Eigenkapital handeln. Genau, richtig. Also das ist nochmal das ganze Thema, sage ich mal, ganz kurz zusammengefasst. Also du hast es wirklich super beschrieben. Die andere Geschichte ist ja eben auch, das Ganze gilt ja eben nur für Termingeschäfte. Das heißt eigentlich für Finanzprodukte mit Hebeln, überwiegend mit Hebeln. Das heißt, wir haben Futures, wir haben Aktien mit Hebeln, das heißt im CFD-Bereich. Aber das Ganze gilt eben nicht für normale Aktien, also Aktien, die nicht gehebelt sind, die man eins zu eins handelt. Genau, also das ist nochmal dieser Hauptpunkt. Und da gibt es ja auch noch eine Regelung, wo man beispielsweise diese Verluste ins nächste Jahr übernehmen kann. Hast du bezüglich dieser Aussage irgendeine Info, die wir als Trader brauchen und wie viele Verluste können wir denn ins nächste Jahr, sag ich mal, immer übertragen? Also grundsätzlich ist ja so, dass die Verluste dann uneingeschränkt die nächsten Jahre übernommen werden. Das heißt, wir nehmen unser Beispiel und sagen, okay, man hat 100.000 Euro Gewinn, 90.000 Euro Verlust, dann trägt man hier im Großen und Ganzen, sage ich mal, diese 70.000 Euro, die man nicht hier geltend machen kann, in den nächsten Jahren vor. Und jedes Jahr darf man hier 20.000 Euro wieder geltend machen. Und das ist im Grunde so der ewige Ablauf. Das heißt, theoretisch,
Allein um diese 90.000 Euro Verluste geltend zu machen, ist man hier, sag ich mal, bei 5 Jahren, echt 4,5 Jahre, bis dann die Verluste komplett anerkannt worden sind. Ah, Und zahlt aber verstehe. dann massive Steuern drauf, genau, bereits im Vorjahr. Und dann gab es ja, sage ich mal, ein großes Urteil, was wir, sage ich mal, vor ein paar Wochen hatten. Und zwar gab es dort Probleme. Und zwar kam es zu einer Person, die wirklich auf Verluste extrem viele Steuern zahlen musste. Ja? Und diese Person wollte das natürlich nicht machen und wollte das natürlich gerichtlich durchsetzen, dass ja dieses Gesetz meiner Meinung nach auch rechtswidrig ist. Ja? Und da ist die Frage, deiner Meinung nach ist dieses Gesetz rechtswidrig und was kam bei diesem Urteil raus? Also, es handelt sich dabei eigentlich jetzt nicht mal um ein Urteil im eigentlichen Sinne, sondern es ist lediglich ein Beschluss hier gewesen des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz. Die haben an der Stelle gesagt, hey, es gibt hier viele Punkte, die einfach nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, also im Grunde auch verfassungswidrig sind dementsprechend, weil das Urteil, wenn man es im Gesamten liest, ist es schon so, dass man ganz klar sagen kann, es wird da sehr gut herausgearbeitet, wo eigentlich der Gesetzgeber fehlerhaft gearbeitet hat. Und der Punkt ist eigentlich an der Stelle dann in dem Zusammenhang, dass man sagt, okay, diese Töpfe, Verlustverrechnungstöpfe, die wir haben mit Kapitaleinkünften, sonstigen und auch Trading, Termingeschäftszonen, sind grundsätzlich zulässig. Nur die mengenmäßige Beschränkung ist nicht zulässig. Und das heißt, da geht es eigentlich hauptsächlich erstmal um das Thema der 20.000-Euro-Regelung. Und das ist, sage ich mal, glaube ich, schon mal ein Riesenvorteil. Wenn diese Regelung wieder weg wäre, dann würde natürlich für viele wieder, sage ich mal, die Steuerlast natürlich sinken. Wir haben bei uns in der Steuerkanzlei auch massive Probleme, sage ich mal, damit mit einigen Mandanten, die auch, sage ich mal, im selben Volumen sind. Also unser größter Mandant hat, glaube ich, knapp 900.000 Euro Steuern, die er zahlen muss in dem Bereich. Und der ist, wie gesagt, jetzt dann theoretisch eigentlich fast danach ruiniert. Ich meine, er ist finanziell gut aufgestellt, könnte sich sogar leisten im Worst Case, aber trotzdem ist es schon so, dass man sagt, das ist natürlich ein Hammer, wenn du eigentlich de facto keinen Gewinn machst, vielleicht was weiß ich, 100, 200.000 Euro, und musst dann plötzlich 900.000 Euro Steuern zahlen, ist natürlich da schon was. Und da muss man ganz klar sagen, dass natürlich diese Thematik durchaus zu einem, meines Erachtens, komplett einfach, ja, sag ich mal, verfassungswidrig ist. Also da bin ich wirklich auch mit dem Finanzgericht Rheinland-Pfalz einer Meinung, weil man ganz klar sagen muss, hier wurde fachlich so unsauber gearbeitet, einfach nur um im Rahmen des Anlegerschutzes, und darum ging es ja angeblich auch, im Rahmen des Anlegerschutzes hier ganz einfach eine Verlustverrechnungsbeschränkung einzubauen, die aber jetzt komplett das Gegenteil bewirkt, weil natürlich jetzt Personen, die eigentlich ein bisschen nebenbei handeln, massiv mit Steuern belastet werden und damit eigentlich durch den Gesetzgeber hier der Verbraucherschutz auch, sag ich mal, eher zum ja, Schaden wird. Genau, verstehe. Wie kann es eigentlich sein, dass die Seite vom Gesetzesgeber, also dass die einfach ein Gesetz rausbringen können, ohne das Ganze eigentlich nicht richtig geprüft zu haben? Weil jeder, der sich natürlich in der Thematik auskennt, würde behaupten, dass es verfassungswidrig ist. Wie kann es sein, dass dieses Gesetz einfach rauskommt und dann auch komplett durch ist? Ich sage mal so, da gibt es zwei unterschiedliche Meinungen dazu. Ich sage mal so, ich nehme jetzt mal die abgeschwächte Meinung dazu. Ist im Großen und Ganzen so, dass man ganz klar sagt, dass hier politische Vorhaben oder Gesetze durchgedrückt werden und man, sage ich mal, unabhängig davon einfach versucht, bestimmte Lobbygruppen in irgendeiner Form, sage ich mal, zu befriedigen, ohne dann am Ende auf die Wirkungen zu schauen. Also wir haben mittlerweile, gab es auch vor kurzem einen sehr umfangreichen Artikel, wie viele Gesetze eigentlich in den letzten 5 oder 10 Jahren eigentlich verfassungswidrig sind oder so abgestempelt wurden als verfassungswidrig, dass das Verfassungsgericht eigentlich mittlerweile so überlastet ist, nur dadurch von, sag ich mal, auch der Bundesregierung Fehler vielleicht an der Stelle, sag ich mal, auszubessern. Und man ganz klar sagen muss, es ist einfach hier vielleicht, sag ich mal, nicht vollständig oder vollumfänglich geprüft worden, was eigentlich die Auswirkung ist. Und weil man natürlich vielleicht auch die falschen Leute am Ende gefragt hat. Das ist natürlich jetzt die sanfte Antwort darauf, warum solche Gesetze rauskommen. Es gibt natürlich in Fachkreisen durchaus, sage ich mal, auch noch schärfere Meinungen, warum sowas gemacht wird. Aber ich sag so, ist ja auf YouTube, dementsprechend muss man sich auch hier ein bisschen zurückhalten, warum das so sein könnte. Genau. Verstehe. Genau, das stimmt.
Wie sollten sich Anleger deiner Meinung nach verhalten? Also sollten sie trotzdem, sag ich mal, über diese Verlustverrechnung kommen? Oder sollen sie sich immer, sag ich mal, ein bisschen bedeckter halten, das Ganze ein bisschen im kleinen Level halten, dass man gar nicht auf diese Verlustverrechnung von diesen 20.000 Euro kommt? Wie sollen sich da Anleger verhalten? Gibt es dafür vielleicht irgendwelche Lösungen, was man eben machen kann? Weil private Trader werden dadurch ja extrem eingeschränkt. Also das heißt, jeder muss, sage ich mal, auf seine Zahlen komplett achten. Das ist nicht mehr so wie damals, dass man da komplett das einfach gegenrechnen konnte und so weiter, sondern wir sind als private Trader, sage ich mal, dementsprechend gecapped. Also das heißt, wir können nicht mehr von extrem großen Gewinnen, sage ich mal, ausgehen, weil auf große Gewinne kommen auch immer große Verluste. Das heißt, Leute, die im privaten Sektor, sage ich mal, tätig sind und davon leben möchten, die haben es ja jetzt extrem schwer. Was für Möglichkeiten gibt es? Zum Beispiel, gibt es da irgendwas, was man damit aushebeln könnte, wie zum Beispiel vielleicht Prop Trading, vielleicht andere Firmenarten und so weiter? Gibt es da Möglichkeiten? Also es gibt durchaus einige Arten, wie man das umgehen kann. Also zumindest ist es hier so, dass man ganz klar sagen muss, am Ende ist es immer eine komplette Einzelprüfung. Also da kann man jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt das Allheilmittel. Also ganz klar, Punkt Nummer eins ist, wenn man sagt, hey, ich trade einfach nicht mehr weiter, wenn mein Verlust 20.000 Euro überschreitet, dann höre ich einfach auf. Möglichkeit Nummer eins, also dann habe ich die 20.000 Euro, kann sie voll verrechnen, ist aber natürlich nicht das Sinn der Sache. Prop Trading, zumindest nach aktuell herrschender Meinung, also zumindest nach der Einschätzung, die auch jetzt tatsächlich mal bei den meisten Finanzämtern vorherrschen, ist es ja bei Prop Trading eine gewerbliche Tätigkeit, damit keine Kapitaleinkünfte und damit ist man auch hier nicht in Paragraphen 20 Absatz 6 Satz 5 mit dabei bei der Verlustverrechnungsbeschränkung. Das wäre die zweite Möglichkeit. Also Punkt Nummer eins, kleines Konto. Punkt Nummer zwei, hier am Ende dann zu sagen, hey, ich mache hier Prop Trading, hier Fremdkapitalhebel und dementsprechend auch nicht auf eigene Rechnung das Ganze. Punkt Nummer drei, wo ich aber sagen muss, aktuell kein Grund im Grunde herzugehen und sagen, hey, ich gründe jetzt zwangsläufig hier zum Beispiel eine Trading GmbH oder ähnliches. Also da muss ich sagen, das würde ich aktuell nicht mehr machen, weil auch an der Stelle der Punkt schon ist, dass meines Erachtens das Gesetz auch gekippt wird und mittlerweile alle Experten, also jeden Experten, mit dem ich gesprochen habe, der ist eigentlich der Meinung, dass das auch bald gekippt wird. Das heißt, man können sich hier diese Kosten für die Trading GmbH schon mal sparen. Was aber der Punkt Nummer vier ist, und das ist was, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, unabhängig davon, wie groß man jetzt in der Situation mit dabei ist, ganz klar Steuererklärung abgeben. Wichtig ist, die Steuererklärung grundsätzlich erstmal richtig abgeben. Das ist ganz wichtig, also sage ich mal, die Steuererklärung abzugeben. Aber, und das ist was, was zumindest viele Experten auch aus der Abgabenordnung, also es ist dieses Grundgesetz der Steuergesetze im Großen und Ganzen empfehlen ist, dass man die Verlustverrechnung so anwendet, dass sie hier in dem Zusammenhang, sage ich mal, alle Verluste verrechnet werden. Also die 20.000-Euro-Regelung eben nicht anwendet, das aber gesondert im Großen und Ganzen der Steuererklärung mit angibt, dass man sagt, hey, wir haben hier an der Stelle die 20K-Regelung nicht angewendet. Das teilt man dem Finanzamt auch schriftlich mit, dass die es wissen. Und wenn die an der Stelle sagen, hey, nein, das ist falsch, dann werden die den Bescheid abändern und dann daraufhin Einspruch einlegen. Weil das ist, wie gesagt, viele AO-Experten sagen an der Stelle, wenn man die Steuererklärung richtig abgibt, so wie es der Gesetzgeber will, hat man keinen im Großen und Ganzen Rechtsgrund für einen, also keinen sauberen Rechtsgrund für einen Einspruch. Und damit würde man an der Stelle sich, sage ich mal, alle mehr, sag ich mal, Wege verschließen. Es gibt viele Steuerberater, die das auch, sag ich mal, die finanzamtsnah arbeiten, die sagen, das muss man aber machen. Aber Fakt ist am Ende, man braucht hier einen Einspruchsgrund und nur den hat man, wenn das Finanzamt von der Steuererklärung abweicht. Und wenn man alles so macht wie das Finanzamt, dann zahlt man mehr Steuern. Ja, verstehe. Und wie siehst du das Ganze also in der Zukunft? Du meintest, okay, vielleicht lohnt es sich jetzt erstmal nicht, noch eine Trading GmbH, sag ich mal, zu eröffnen. Die meisten Empfehlungen waren ja immer sehr oft Trading GmbH eben eröffnen und so weiter. Aber natürlich hat man die Anfangskosten, man hat noch Bilanz und so weiter, dies und das. Man muss Eigenkapital sehr viel einbringen. Und eigentlich, sag ich mal, war das für private Anleger ja sowieso immer sehr umfangreich. Also ich denke, eine GmbH zu führen ist natürlich noch mal ein bisschen umfangreicher als beispielsweise ein Einzelunternehmen. Und da ist halt die Frage, wie lange sollten wir noch warten, zum Beispiel? Also wie lange geben wir dem Ganzen Zeit? Weil wir beispielsweise jetzt schon seit 2021 ja eigentlich schon darauf warten, dass es endlich gekippt wird, das Ganze. Wie ist da deine ungefähre Einschätzung? Das würde mich noch interessieren. Also da ist es durchaus so, dass ich sage, wir werden da wahrscheinlich definitiv sowas
Das schätze ich mir locker noch 18 bis 24 Monate wird es auf jeden Fall noch dauern. Also es ist natürlich so, auf der anderen Seite machen gerade auch zum Beispiel Handelsblatt und andere Medien sehr, sehr viel Druck. Es könnte also sein, dass hier durchaus die Veröffentlichungen natürlich immer mehr zunehmen und dass der Gesetzgeber dann doch früher reagiert. Fakt ist am Ende, laut Christian Lindner ist es nicht geplant, dass an der Stelle hier, sage ich mal, ein Urteil oder eine, sag ich mal, Änderung in der nächsten Zeit kommen würde, sondern ich denke, dass da wirklich das jetzt schon etwas länger dauern wird, bis man da noch, ja, sag ich mal, vielleicht auch erst bei der nächsten Bundesregierung eine Änderung haben wird, aber eben nicht sofort oder, sag ich mal, nicht so schnell. Man muss ja auf jeden Fall noch ein bisschen Sitzfleisch mitnehmen und das aussitzen können. Genau. Okay, also das ist, denke ich, ja Also ich trotzdem. sage mal, frühestens 26 gehe ich jetzt davon aus persönlich, dass da was kommen wird. Okay, interessant. Also es ist dennoch, sage ich mal, so ein bisschen Hoffnung für uns Trader dabei. Die andere Geschichte ist natürlich auch, ich habe das ganze Thema behandelt, wenn man nur normale Aktien handelt, das heißt, das Ganze 1 zu 1 handelt, dann greift er eben nicht die Verlustverrechnung, sondern wir haben ja diese typische Abgeltungssteuer eben nochmal drauf. Das ist ja ganz normal dort. Die Frage ist jetzt allerdings, was passiert, wenn wir diese Verluste beispielsweise hedgen? Das heißt, wir haben eine Position offen, die ist jetzt zum Beispiel bei minus 1000 Euro und wir hedgen diese Position mit einer anderen Position, dass sie konstant bei minus 1000 ist, aber die Position ist noch nicht geschlossen. Das heißt, der Verlust ist noch nicht komplett abgerechnet, sondern wir nehmen diesen Verlust einfach ins weitere Jahr einfach hin. Und wie behandelt man das Ganze? Das ist ja auch sehr interessant, weil viele Leute meinen, dass das eventuell wirklich auch eine Lösung wäre. Ja, ich sag mal so, klar, man kann bis zu einem gewissen Punkt mit diversen, sag ich mal, ja, Hedging-Möglichkeiten und anderen Finanzprodukten das ein bisschen aushebeln. Wobei aber natürlich auch da das Risiko begrenzt ist, weil ich sag mal so, das Problem ist natürlich, wenn alle dann ins Minus laufen, dann hat man ja, sag ich mal, das Riesenproblem und dann fliegt einem am Ende alles um die Ohren. Also wie gesagt, das ist natürlich jetzt so keine Strategie, wo man sagt, okay, das kann man ein bisschen zum Unendliche treiben. Also ich sag's mal so, ich würde tendenziell, bevor ich mir solche Strategien hier versuche anzutun und gerade das, sage ich mal, vielleicht sowieso bloß nebenbei machen, würde ich eher tendenziell, sage ich mal, dann schon auf Prop Trading wechseln. Also das ist wesentlich effizienter vor allem. Aber man muss auch ja, sage ich mal, als Trader, bei seiner Vermögensverwaltung kenne ich selber, bei uns auch bei den Mandanten, es ist auch dann eine Frage der Effizienz. Also will ich jedes Mal irgendwelchen Regularien hinterherlaufen oder nehme ich halt die Alternativen? Wie gesagt, man kann traden, man kann mit Prop Trading, also die Mandanten, die verdienen also auch 150, 200.000 Euro im Jahr mit Prop Trading locker. Und die haben kein Problem und können ihrem Hobby nachgehen und verdienen mehr und müssen sich nicht um irgendwelche steuerrechtlichen Strategien oder Gewerbethemen, sage ich mal, da überhaupt Gedanken machen und haben das Ganze kosteneffizient auch noch hinbekommen. Weil das ist immer das Problem, dass man sich da so ein bisschen seine Sellens ausschießen könnte damit. Ich verstehe, also das ist, denke ich, auch wirklich ein guter Punkt, zu sagen, okay, man streut das Ganze, spezialisiert sich vielleicht auch nochmal auf das Thema Prop Trading, dass man eben gar nicht darunter fällt. Beim Thema Prop Trading haben wir eben das Ganze, dass ja die Einkommensteuer darunter reinfällt. Warum greift da nicht die Abgeltungssteuer? Im Großen und Ganzen ist es so, dass zumindest laut allen aktuellen Veröffentlichungen und auch, sage ich mal, nach der Einschätzung von mehreren Finanzämtern und, sage ich mal, auch Gemeinden, das ganz kleine gewerbliche Tätigkeit ist, weil im Großen und Ganzen man ja hier, sage ich mal, nicht das klassische Trading durchführt, wo man sagt, okay, man geht hier mit Eigenkapital rein, sondern in dem Zusammenhang ist es ja so, dass es in vielen Fällen, also wie gesagt, es gibt ja mittlerweile auch 100 oder 1000 verschiedene Prop-Trading-Anbieter, die einfach Signale übermittelt werden und das eine Informationsbereitstellung ist, beziehungsweise ein Provisionsgeschäft auf die bereitgestellten Informationen. Damit kein klassisches, sage ich mal, Trading, wo man sagt, man hat Anteile im Unternehmen, man hat Anleihen, man hat Termingeschäft, Futures-Optionen oder sowas direkt hier selbst in seinem Depot eingebucht oder in seinem Konto eingebucht, sondern es ist im Grunde lediglich das die Signalgeberwirkung, die hier verarbeitet wird, die Provisionsgeschäfte. Richtig, weil da ist eben der große Hauptpunkt, dass er eben beim Prop Trading wird das Ganze ja auf einem Demokonto, sage ich mal, auch geführt. Am Ende weiß man auch gar nicht, ob diese Trades ausgeführt werden am Ende bei dem Prop Trading-Anbieter, sondern man erhält am Ende ja nur eine Provisionsausschüttung von mehr oder weniger dieser Idee, von diesem Signal. Und
Darum wird das Ganze auch ja eben auch gewerblich behandelt und fällt dann eben nicht unter dieses private Trading mit der typischen Abgeltungssteuer. Ne? So, und ich denke, dass wir das Ganze eigentlich ganz gut behandelt haben. Also wir haben ja hier komplett fast schon alle Sachen durch, würde ich auch sagen. Wenn du jetzt hier noch was beizufügen hast, irgendwas Wichtiges, was wir vielleicht als Verbraucher wissen sollten, dann gerne anmerken. Ja, also grundsätzlich ist es schon mal so, man sollte sich auf jeden Fall vorher, bevor man in die eine oder andere Richtung geht, also wo man sagt, hey, ich gehe jetzt hier mit Eigenkapital komplett rein, ich möchte die Regelung ausnutzen oder zum Beispiel ins Prop Trading rein, ich was weiß ich, gründe eine Stiftung, gründe was weiß ich, eine Trading GmbH, sonstiges, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, sich vorher genau damit auseinanderzusetzen, hier keine Schnellschüsse zu machen. Also auch, sag ich mal, wie gesagt, ist aktuell jeder Experte in dem Bereich sagt gerade, lieber warten und sag ich mal, nichts übers Knie brechen, nicht auf Biegen brechende Trading GmbH oder irgendwas generell gründen, weil aktuell, wie gesagt, hier eher die Geduld entscheidend ist und man sollte sich auch wirklich mit seiner eigenen Strategie auseinandersetzen. Denn es gibt auch bestimmte Strategien, wie gesagt, haben wir ja vorhin angesprochen, bei denen greift eben das nicht so. Das heißt, das sollte man wirklich im Einzelfall nochmal prüfen, ob man überhaupt die Strategie, die man selbst anwendet, hier greift. Und ansonsten hier, wie gesagt, einfach mal zum Steuerberater gehen und vielleicht einfach mal, sage ich mal, relativ schnell und einfach eine Beratung vereinbaren und sich das abklären lassen. Greift die eigene Strategie oder greift sie um nicht? Genau. Perfekt, weil es ist ja auch ganz, ganz wichtig, dieses Video ersetzt jetzt auch keine Steuerberatung oder sonstiges. Wenn ihr wirklich mit Prop Trading oder mit normalem Trading starten möchtet und wirklich auch langfristig Geld verdienen möchtet, dann finde ich, ist es immer wichtig, sich da professionelle Beratung einfach zu holen. Wie zum Beispiel hier mit Steuern mit Kopf beim Roland zum Beispiel direkt. Der kennt sich auch da persönlich wirklich sehr gut aus, wie ihr das wahrscheinlich jetzt hier auch wisst. Und ich denke, man sollte sich immer professionellen Rat am Anfang auch holen, einen Businessplan vielleicht gegebenenfalls nochmal erstellen und das Ganze natürlich nicht einfach von heute auf morgen eine GmbH oder sonstiges eröffnen, wenn man sich davor kaum damit befasst hat, sondern es ist wichtig, das Ganze im Vorfeld erstmal abzusprechen, wie ist da die Rechtsgrundlage und so weiter. Genau, also ich denke, das ist, sage ich mal, ein ganz wichtiger Punkt, im Vorfeld sich da schlau zu machen. Und ich schätze, dass dieses Video euch sicherlich komplett jetzt, hoffe ich, gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Abonniert auch gerne Steuern mit Kopf, den Roland höchstpersönlich. Ich verlinke nochmal den Kanal in der Videobeschreibung, den könnt ihr da einfach abchecken. Und ich hoffe, dass das Ganze in Zukunft sich natürlich auch bessert, im Thema Trading und so weiter. Und vielen Dank, Roland, dass du da mitgewirkt hast. Gerne und danke, dass ich da sein durfte. Ich denke, das hat uns wirklich einen sehr, sehr großen Mehrwert allgemein gegeben und ich glaube, die ganze Community ist dir da gut dankbar. Dankeschön.